Jeder träumt davon, eines Tages etwas Großes zu entdecken. Ob es sich um einen technologischen Durchbruch, eine zündende Geschäftsidee oder einen wertvollen Schatz handelt, jede Entdeckung ist etwas Besonderes. Doch was der Farmer James Bristol aus Michigan beim Graben in seinem Feld entdeckte, war absolut erstaunlich. Bleibt dran, um zu erfahren, was er fand. Wasser im Boden. Bevor wir uns mit James und seiner Entdeckung beschäftigen, kommen wir zuerst zu einer ähnlich erstaunlichen Geschichte. Diese spielte sich dort ab, wo man eigentlich nur Regenwürmer und Traktoren erwartet, auf einem Bauernhof. Es war 1916, als in einem Feld im US-Bundesstaat Nevada etwas entdeckt wurde. Ein Bauer wollte auf seinem Feld einen Brunnen schlagen. Sein Land lag mitten in der Wüste und war völlig vertrocknet. Ein Brunnen könnte das nötige Wasser für sein Feld liefern. Er begann also zu graben, um an das Grundwasser zu gelangen. Als er jedoch nach einiger Zeit auf Wasser stieß, erwartete ihn eine Überraschung. Das Wasser war nicht so frisch und kühl, wie er erwartet hatte, sondern glühend heiß. Sogar fast kochend heiß. Es kam außerdem mit großem Druck aus dem Boden gesprudelt. Er musste schnell aus dem Weg springen, um sich nicht zu verbrennen. Wie sich herausstellte, lag sein Feld auf einer geothermischen Gesteinsformation, unter der Lava das Grundwasser zum Sieden brachte. Durch das Loch gelangte das Wasser nun nach oben. Weil dadurch das Feld für die Landwirtschaft unbrauchbar wurde, ließ man den versehentlich entstandenen Geysir jahrelang in Ruhe. Doch das Wasser sprudelte weiter und mit der Zeit hinterließen die Mineralien im Thermalwasser ihre Spuren. Dadurch entstanden langsam mehrere Terrassen und ein hoher Turm um die Geysirmündung. Einige Jahre später prüfte eine Geothermiefirma, ob sie den Ort zur Energiegewinnung nutzen könnte. Sie bohrten ein weiteres Loch, welches den Druck von dem ursprünglichen Loch wegnahm. Das Wasser war jedoch zur Energiegewinnung nicht heiß genug. Heute, mehr als 60 Jahre später, ist ein kompletter Terrassenkomplex um den neuen Geysir entstanden. Das Wasser sprudelt immer noch mit großer Wucht. Und der sogenannte Fly Geyser ist inzwischen zu einer Touristenattraktion geworden. Ich schätze, der Bauer, der nur einen Brunnen schlagen wollte, hat damit nicht gerechnet. Römerhelm. Nun kommen wir zu einer Entdeckung, die äußerst erfreulich war. Sie wurde ebenfalls auf einem Bauernhof gemacht. Zwar nicht vom Landwirt selbst, aber zu seinem Glück. Was würdest du tun, wenn du etwas im Wert von 1 Million fändest? Deinen Job kündigen und auf einer tropischen Insel leben? Auf einer englischen Farm waren 2 Feldsucher, Vater und Sohn, mit einem Metalldetektor auf Spurensuche. Sie hatten von Eric Robinson, dem Besitzer der Farm, die Erlaubnis erhalten, seine Felder zu durchsuchen. Doch was diese Detektive, die es vorzogen, anonym zu bleiben, vorfanden? Hätten sie nie zu träumen gewagt. Die beiden gingen oft gemeinsam hinaus, um Felder nach Gegenständen abzusuchen. Oft lassen sich mit dem Metalldetektor alte Münzen und andere Utensilien aus der Vergangenheit aufspüren. In 2 Jahren hatten sie jedoch bloß einige kleine Metallobjekte gefunden. Aber an diesem Tag im Mai knackten sie einen Jackpot. Neben einem großen Felsbrocken fanden sie mehrere Metallobjekte im Boden, darunter ein Kupferstück in der Größe eines Kopfes. Es handelte sich um einen Helm aus einer Kupferlegierung in kunstvollem Design und mit schönen Verzierungen. Die Fahnder vermuteten, das Objekt stamme aus der viktorianischen Ära. Sie wussten, dass sie hier etwas Besonderes gefunden hatten und kontaktierten die staatliche Organisation zur Registrierung archäologischer Funde. Da der Helm nicht aus Edelmetall bestand, durften sie diesen behalten. Zusammen mit Eric, dem Grundstückseigentümer, beschlossen sie, ihn zu versteigern. Und wow, das hat sich als sehr profitabel herausgestellt. Um versteigert werden zu können, wurde der Helm zunächst von einem Fachmann komplett restauriert. Dabei wurde deutlich, was für ein schönes Objekt sie gefunden hatten. Und offenbar stammte er gar nicht aus dem viktorianischen Zeitalter, sondern aus der Römerzeit. Er war also viel älter, als sie dachten. Der kupferne Helm bestand aus 2 Teilen. Auf dem Visier befand sich das hübsche Gesicht des aus Troja stammenden Paris. Auf den schönen Locken saß ein phrygischer Hut, darauf ein Greif mit dem Vorderbein auf einer Amphore. Der Helm war erstaunlich gut erhalten.
Nachdem er komplett aufgearbeitet war, begeisterte er viele Museen und Sammler. In der Zwischenzeit wurde das Gebiet um den Helm noch weiter durchkämmt und man fand heraus, dass sich hier einst eine römische Siedlung befunden hatte. Der Helm sollte im renommierten Auktionshaus Christie's in London versteigert werden. Nun kannst du raten, wie viel Geld er letztendlich einbrachte. Die Auktion war spannend. Mehrere Parteien wollten das schöne Objekt besitzen und boten heftig gegeneinander. Der Hammer fiel bei einer Endsumme von 2,5 Millionen Euro. Mit einer solchen Summe hätten die Metallsucher niemals gerechnet. Sie teilten das Geld mit Eric Robinson, dem Farmer, auf dessen Land der Helm gefunden wurde. Aber selbst die Hälfte des Erlöses reichte aus, um nie wieder arbeiten zu müssen. Der Bauer kaufte je ein Haus für seine beiden Töchter und machte einfach fröhlich weiter mit seiner Landwirtschaft. James Bristol. Nun kommen wir zu dem Farmer aus Michigan, der beim Umgraben seines Feldes etwas Erstaunliches entdeckte. Willst du wissen, was er gefunden hat? Gib diesem Video bitte ein Like und überprüfe, ob du unseren Kanal bereits abonniert hast. Wir haben ständig neue, coole Videos und mit der Glocke verpasst du keines mehr. James Bristol ist Sojabohnenzüchter. An einem ganz normalen Montag arbeitete er mit einem Freund auf einem seiner Felder. Sie verlegten gemeinsam Drainagerohre und mussten dabei ziemlich tief graben. Plötzlich stolperte James über einen großen, harten Gegenstand. Als er das Objekt hochzog und die Erde abwischte, wurde sichtbar, dass es weder aus Holz noch aus Metall war. Er zeigte es seinem Freund und sagte scherzhaft, vielleicht ist das ja ein Dinosaurierknochen. Beide hatten keine Ahnung, was es wirklich war, aber James spürte, dass es ein besonderer Fund sein könnte. Weil das Ding tatsächlich wie ein Knochen aussah, rief er die paläontologische Abteilung der University of Michigan an. Er sprach mit Dan Fisher, Professor für Paläontologie und Direktor des Paläontologischen Museums der Universität. Dieser beschloss, sofort einen Blick auf das Objekt zu werfen. Es handelte sich tatsächlich um einen Knochen. Er stammte von einem Wollhaar-Mammut, das vor etwa 15.000 Jahren gelebt haben muss. James hatte eine Rippe eines uralten Mammuts gefunden und man vermutete, dass es noch mehr Knochen im Boden gab. Dan verständigte sein Ausgrabungsteam und sie begannen sofort zu graben. Obwohl die Entdeckung nicht ganz in James' engen Zeitplan für die Aussaat passte, wusste er, dass man der Wissenschaft hier freie Hand lassen sollte. Er würde dem Team einen ganzen Tag geben, um das Skelett von seinem Feld zu entfernen. Zunächst wurden die restlichen Rippen des riesigen Tieres angehoben, ebenso ein Hüftknochen und die Wirbelsäule. Am Ende der Wirbelsäule wurde es spannend. Dort lag tatsächlich der Schädel des Mammuts. Und dieser Schädel besaß ein paar gigantische Stoßzähne, die fast noch intakt waren. Es war der Traum eines jeden Paläontologen. Dan Fisher konnte seine Begeisterung kaum kontrollieren. Diese fantastische Entdeckung war vielleicht eine der 10 wichtigsten Funde in der Geschichte Michigans. Mit einem Kran wurde der riesige Schädel mit Stoßzähnen aus dem Boden gehoben. Zuschauer kamen, um die sensationelle Ausgrabung zu sehen. Als sich der Schädel über den Boden erhob, bekam man eine sehr gute Vorstellung davon, wie riesig dieses Tier gewesen sein musste. Untersuchungen ergaben, dass dieses Exemplar etwa 40 Jahre alt war und wahrscheinlich von Menschen getötet wurde. In der Nähe der Knochen wurde eine Reihe menschlicher Waffen gefunden. Bestimmte Teile des Tieres fehlten. Wahrscheinlich wurden diese von den Jägern vor all den Jahrtausenden weggeschleppt, um gegessen zu werden. Der Rest des Körpers wurde dann in einen See gelegt, um das Fleisch für später zu konservieren. Scheinbar sind die Jäger jedoch nie zurückgekommen. Und das Mammut blieb all die Jahre dort liegen. Die Knochen wurden zur weiteren Untersuchung ins Labor gebracht. James würde entscheiden müssen, was er mit dem Skelett vorhatte. Es wurde schließlich auf seinem Grundstück gefunden. Seine Frau verbot ihm, den Schädel über den Kamin zu hängen. Und James wollte den Genuss der Entdeckung ohnehin lieber teilen. Er beschloss also, das gesamte Skelett dem Museum zu schenken. Natürlich war Dan damit sehr glücklich. Er erzählte, dass das Mammut den Namen Bristle Mammoth, also Borstenmammut, erhalten würde und dass es nach sorgfältiger Untersuchung und Konservierung einen Ehrenplatz im Museum bekommen würde. Was für eine Ehre für James Bristle, nicht wahr?
Gib diesem Video ein Like, wenn du es für einen wunderbaren Fund hältst. Hast du jemals etwas Besonderes im Boden gefunden? Erzähl uns davon in den Kommentaren und schau dir unsere anderen Videos an.